Staatsministerium hat sich überlegt, zusätzliches Geld in Kitas reinzubringen, um eben zusätzliche Personalstunden zu finanzieren. Dann war das sehr schnell klar für uns, dass wir uns da auf jeden Fall mal bewerben oder anmelden wollen, weil Personalstunden werden einfach immer gebraucht. Zum einen konnten wir beim Team Stunden erhöhen, was sonst nicht möglich wäre, also beim bestehenden Team, und wir konnten zusätzlich einen Kinderpfleger einstellen. Für uns natürlich ein absoluter Glücksfall gewesen. Das Tolle ist, der Robert ist wirklich in der kompletten Kita einsetzbar, sowohl in der Krippe als auch in den beiden Regelgruppen. Ich unterstütze allgemein halt das Team. Mittagessen, Frühstück bin ich mit dabei. Freispielzeit in der Gruppe, Kleingruppenarbeiten, Projekte mit durchführen. Wir erleben das halt, dass die Kinder eine bessere Betreuung erfahren und sie auch mehr Ausflüge und solche zusätzlichen Sachen machen können. Die Entwicklung mit den Kindern zusammen also erleben dürfen, wie sich die Kinder entwickeln, die Kinder fördern, begleiten in ihrer Entwicklung. Das macht mir einfach Spaß. Die lieben ihren Robert. Genau, die lieben den Robert, ja. Einen Ansprechpartner mehr, einen Spielpartner mehr, einfach zwei Ohren, die nochmal mit zuhören. Er entzerrt einfach manchmal die Stresssituationen. Und für die Kinder ist es natürlich wesentlich angenehmer. Dass da so viele tolle Spielsachen sind und diese Schaukeln, die gefallen mir ganz gut. Wenn ich mehr Leute habe, kann ich natürlich mir auch mehr Zeit für diese Themen nehmen. Pädagogische Sachen, wie gehe ich mit sehr introvertierten, zurückgezogenen Kindern um? Die Rahmenbedingungen für die Menschen sind einfach besser. Je mehr Personal, desto näher bin ich an den Bedürfnissen der Kinder dran. Ja, desto mehr kann ich ja auf die Verantwortung oder die Aufgaben auf mehreren Schultern verteilen, was natürlich auch fürs Team einfach eine Entlastung ist. Wir können viel mehr Wünsche auch umsetzen von Kindern und von Eltern. Das heißt, wir sind jetzt durch die ESF-Förderung eigentlich so weit wie andere Regionen schon immer. Man ist dann als Leitung einfach ein bisschen gelassener, weil man nicht immer so knapp auf Kante den Dienstplan nähen muss. Und dass wir als Eltern froh sind, wenn die Kinder, dass sie die guten Gewissens hier abgeben können und dass die Kinder auch gern herkommen.